Es gibt eine Nachricht von Mordi aus dem Stream-Chat, der sagt, ist bisher ganz lustig. Ja, lässt grüßen. Wirklich. Das freut mich. Freut mich, wenn es für die Zuschauer lustig ist. Sorry, meine Tasse Kaffee, die ich verschoben habe. So, ich hoffe, mein Kreislauf kriegt sich jetzt wieder ein, weil der mag mich gerade nicht. Okay. Also ist ich... Ja, mir ist gerade ein bisschen schummrig und so, mein Herz schlägt ein bisschen zu viel. Okay, wenn du eine Pause, wenn du noch eine längere Pause brauchst, bevor du uns hier umgibst. Das wäre praktisch, ja, dass ich vielleicht ein bisschen wieder ruhiger komme. So. Du weißt, was ich meine? Wir kommen jetzt in. Es war auch ziemlich hastig jetzt. Die Eröffnungsszene war jetzt das erste, das Ding war auch jetzt. Es geht jetzt auch ein bisschen ruhiger mit der Handlung weiter. Und ja, wenn das recht hilft. Das ist. Gut, zurück ins Spiel. Ihr wurde K.O. geschlagen. Ich hab's schon im Chat geschrieben. Genau in dieser Reihenfolge. Als erstes wacht Christine auf. Ich würde mich gern umschauen. Ja, ihr findet euch direkt, also ihr seid von denen scheinbar in die Bar reingezogen worden. Du wachst auf und findest dich direkt neben dem Schlipsträger. Du wurdest scheinbar dahin geschleift und neben ihn hingelegt. Du findest dich dort und dir tut ein bisschen der Kopf weh, weil du wurdest bewusstlos geschlagen in einem harten Gegenstand auf den Kopf, aber wenn du dich absuchst, es fehlt nichts, also dir wurde nichts geklaut, dir wurde nichts. Du willst dich umgucken? Ja, aber wenn wir in der Bar sind, dann erübrigt sich das wieder, weil die Bar kenne ich ja. Ja, du kannst, also wenn halt, du dich, welche Leute noch da sind. Wenn du dich umguckst, siehst du auch, dass die Rocker sind weg, die sind geflohen. Die Hälfte wurde schon rausgeschafft. Also wir waren vorhin du warst eine ganze Weile ohnmächtig. Es liegen noch ein paar Leute rum, aber die meisten wurden schon rausgeschleppt aus der. Polizei ist in der Kneipe drin. Notsanitäter kümmern sich um Leute, die, also es wird Verbanden und Verbände verbunden und wer von euch hat das Glas ins Gesicht bekommen? Ich. Die, okay, du warst. Daniel war das, oder? Ja. Du wachst nachher, dann kommen wir gleich zu. Erstmal wacht noch Jane auf. Die Frage ist gerade da überhaupt. Was ist? Die Frage ist überhaupt schon da. Jane, du wachst auch auf. Du befindest dich direkt neben Christine. Du wirst genau dort abgelegt, direkt daneben. Dir fehlt leider dein Messer. Du merkst, dass du aufwachst, dir fehlt dein Messer. Du kannst nur vermuten, dass es naheliegt, die selbsternannten Türsteher, dass die dich da K.O. geschlagen und reingesteppt haben. Dein Messer fehlt dir. Du vermutest, dass es dir weg ist, dir von denen geklaut worden. Ansonsten ist bei dir alles mit dabei. Da sage ich gleich mal, Daniel wacht auch auf nach Jane und liegt genau, da liegt auch, ihr liegt alle gemeinsam dort neben. Ihr seid nicht gefesselt, aber ihr wacht dort auf, ihr wurdet dahin geschleift und auf den Haufen gepackt mit ihm, mit dem Schlipsträger. Und auch dir fehlt was, denn Daniel, dir wurde dein Schlagring abgenommen. Den haben sie dir geklaut und sind damit abgehauen. Ja. Wenn ich euch umguckt, ihr seht, wie gesagt, ihr seht Polizisten, ihr seht Polizisten, die Tatortsicherung machen, ihr seht Notsanitäter und den Notarzt, der sich kümmert, also du die verletzt wurde, also wurdest schon verbunden und hast einen Verband am Kopf, also der wurde notdürftig, du wurdest notdürftig verbunden. Und
Zu euch kommt ein, zu euch, während ihr so langsam zu euch kommt, kommt ein, das kriegt ein Polizist mit und kommt zu euch rüber und er und sagt und zeigt euch mit, dass ihr dass die dass euch was geklaut wurde, dass ihr scheinbar durchwühlt wurdet. Fragt euch, was das ist, was euch geklaut wurde. Also die Polizisten haben nur die haben gesehen, wie die Rocker euch was geklaut haben und weggerannt sind damit. Und ich würde gesagt, dass die Polizei vermutet, dass die Rocker den Handwerker dort ermordet haben, den mit einem Messer erstochen haben und dass die dann euch, also man hat gesehen, wie ihr von den Mördern, die Polizei vermutet, bewusstlos geschlagen und in die Kneipe geschleppt wurdet. Und dann sind die der Polizei entkommen. Man fragt euch, ob ihr noch alles am Mann habt. Also die haben scheinbar, die haben an euch rumgehandwerkt. Die haben dann zumindest an dir und an vielleicht auch an Christine, weiß man nicht genau, aber man fragt, habt ihr noch alles bei, untersucht mal, ob ihr noch alles beisammen habt. Wurde euch was geklaut? Ich schüttle den Kopf. Ich sage ja, ich hatte ein Taschenmesser bei mir zum Schnitzen. Und ich gucke in mein Portemonnaie. Mir fehlen auch ca. 200 Euro. Ich hoffe, den Facepalm hat man gehört, aber gut. Okay, du sagst den Polizisten, dass dir ein Messer geklaut wurde. Ja, und 200 Euro. Okay. Okay, der Polizist notiert sich. Der Polizist notiert sich, dass dir Geld abhandengekommen ist und ein Messer und setzt sich auf seine verdächtigen Liste, was den Mord an den Handwerker angeht. Wer ist das gesagt? Ich nicke. Bisher hat er die Rocker dafür gehalten für die Mörder, aber jetzt setzt er dich auf seine Verdächtigenliste. Sehe ich was? Oder? Du hast gesagt, dass dir ein Messer fehlt. Der Handwerker wurde mit einem Messer erstochen. Der Polizist ist nicht doof. Okay. Ja, aber das sind zwei komplett unterschiedliche Messerarten. Ja. Aber okay. Okay. Er macht auch nichts weiter. Er schreibt sich das alles auf und geht wieder weg. Und ja, neben euch wacht tatsächlich der Schlipstrieger auf, der noch an der Stelle liegt, wo man ihn zusammengeschlagen hat. Noch er wurde schon notdürftig verbunden. Er hat auch einige blaue Flecken und Wunden am Kopf und dann am Körper und ja, er guckt sich um und merkt euch neben ihm liegen. Was tut ihr? Ich rück von ihm ein Stück ab. Okay. Dann schaue ich ihn an und frag so, was auch immer du für eine Meinung vertreten hast, warum? Er stellt sich euch vor als als Erich Schwarz. Er stellt sich euch vor. Er ist Landtagsabgeordneter der Piratenpartei in Hessen und über die letzten Tage war er jetzt bei einem Freund hier in Dresden zu Besuch und er hatte die letzten Tage ziemlich viel mit dem neuen Gesetz zu tun und er fragt euch, habt ihr denn noch nichts von dem neuen Gesetz gehört? Das war das Thema, worüber ich mit den Handwerkern zu streiten versuchte. Und die Handwerker waren komplett anderer Meinung. Das haben sie, wie man sieht, auch ziemlich deutlich ausgedrückt. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, hier in diese Kneipe reinzukommen, aber
Ich musste nach den, also ich im Landtag hatten wir auch schon viele Debatten damit und das waren ein paar heiße Wochen und ich musste jetzt irgendwo meinen angesammelten Wut rauslassen, wollte irgendwo mal, ich dachte die freundlichen Herren hier, die Bauarbeiter, die Handwerker hier, die mit denen kann man sich unterhalten und dachte, da kann man mal so ein bisschen, da können wir ein bisschen, kann ich ein bisschen darüber reden, wie scheiße ich dieses Gesetz finde. Scheinbar waren die Handwerker komplett anderer Meinung. Das ist von denen hörte ich, dass die, also die waren gegenteiliger Meinung. Man hat mir mitgeteilt in sehr brutaler Weise, dass man dieses Gesetz doch sehr gut finde und dass ich meine Klappe zu halten habe. Und dann war es auch schon zu spät. Bei dem Gesetz denn? Ihr habt echt noch nichts von dem Gesetz gehört. Es ist an mir vorbeigegangen. Ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Okay. Ich war ein paar Monate im Ausland. Okay, dich hört man gerade ganz schlecht im Discord. Muss man irgendwie. Nee, ja, wieder ans Mikro. Geh mal näher ans Mikro oder so. Du warst im Ausland, das hat man mitbekommen. Ja, es ist. Er sagt euch, bei dem Gesetz. Was? Ganz kurz, Test, funktioniert es besser? Ein bisschen. Ja, funktioniert ein bisschen besser. Okay. Bei diesem Gesetz, sagt euch, handelt es sich tatsächlich um eine Grundgesetzeinschränkung und da soll es darum gehen, die Bindung der Freizügigkeit und Reiseerlaubnis an die Arbeitsbescheinigung. Das heißt, dass tatsächlich zukünftig Arbeitslose und Leute, die nicht nachweisen können, dass sie dann einen Job sind, dass sie einen Job besitzen, dass sie da kein Papier haben, dass die nicht mehr ins Ausland reisen dürfen und sie nur noch im Inland sein dürfen. Und da soll es morgen im Bundesland einen Beschluss dazu geben, dass da soll morgen abgestimmt werden im Bundestag und sieht momentan wirklich danach aus, auch in den Landtagen, in meinem Landtag, sagt er, in Hessen, ist die breite Mehrheit dafür und es sieht wirklich gerade sehr kritisch dafür aus, als ob gerade die üblichen Verdächtigen, die etablierten Parteien, die, als ob da die üblichen Verdächtigen, ihr wisst Bescheid, CDU, SPD, FDP, AfD, dass die da das Gesetz gemeinsam durchboxen werden, dass die da gerade CDU und AfD sind da sehr, sehr für das Gesetz. Man kennt auch es. Auch von der FDP viele Befürworter. Ja, SPD vielleicht nicht gerade, aber auch Teile. Aber die üblichen Verdächtigen. Gut zu wissen, ja. Und dass da darum, da ist wirklich morgen die finale Abstimmung im Bundestag. Und das Thema schwirrt mir seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten im Kopf rum und da. Und jetzt so kurz vor knapp morgen schon die Abstimmung, da brauche ich Platz, um mich, warum ich ausgerechnet diesen Ort hier zum Wut rauslassen gedacht habe, weiß ich auch nicht, was da an mich gefahren ist. Ja, hat sich schon vorgestellt, Erich Schwarz, Piratenpartei. Ich würde mal sagen, also er bietet euch an, euch, also das war jetzt mal, er hat sich langsam schon wieder aufgerappelt und reicht euch nacheinander die Hand, dass er euch hochzieht und euch aufrappelt. Er bietet euch an, dass er euch ein Hotel für die Nacht ausgibt, mir geht's heute auch nicht mehr so gut, ich denke, wir müssen mal die Nacht mal drüber schlafen, wir müssen mal einfach zur Ruhe kommen. Morgen habe ich einen wichtigen Auftrag für euch. Ich habe tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, sagt er. Ich habe da Leute, die wirklich, ich kann es persönlich nicht selbst machen, aber ich brauche euch für einen wichtigen Auftrag, den im Bundestag, wir müssen das hinkriegen, dass wir dieses Gesetz verhindern. Und dazu morgen aber mehr, da bin ich heute nicht mehr ganz, wollte mit mir
Ich gebe euch allen ein Zimmer aus, das ist wir. Ich gebe euch ein Hotelzimmer aus, lass uns da morgen im Foyer treffen und da weiteres besprechen. Ich nicke. Klingt gut. Ich widerspreche nicht, aber warte erstmal ab, was er dann am nächsten Tag zu sagen hat. Ja, er lädt euch ein aufs Hotel und ja, dann er geht mit euch raus und er versichert sich nochmal bei den Polizisten und bei den Notärzten, Ärzten, dass das alles in Ordnung ist und dass die dass er gehen dürft. Ihr seid nicht so groß verletzt, dass er die Notärzte sagen, tatsächlich ist in Ordnung. Ja, die Kopfwunden sind versorgt. Das ist da. Ihr solltet euch die nächsten Tage mal irgendwann im Krankenhaus melden. Das ist da. Es wird schon. Ist alles. Ihr dürft gehen. Und ja, mit euch gemeinsam geht er auf ein Hotel. Er legt euch mit Stan. Also ihr lauft ein paar Minuten durch die Straßen der Stadt. Es passiert nichts weiter. Ihr kommt an einem Hotel an, was so es ist jetzt nicht das Four Seasons, es ist jetzt nicht das teuerste Hotel, aber ihr seht schon, das ist schon höhere Preisklasse. Ihr merkt schon, die Kosten für eine Übernachtung ist da schon. Was ihr so euch von euren Geldern jetzt vielleicht nicht unbedingt, also ihr könnt es euch vielleicht leisten, aber jetzt für eine Nacht mal eben jemandem ausgeben, das könnt ihr euch nicht unbedingt leisten, das ist schon obere Preisklasse. Vielleicht auch gerade für dich, Christine, dass du gerade als Arbeitslose ist vielleicht nicht unbedingt das, wo ihr alltäglich hingehen würdet. Und ja, er begleitet euch ins Hotel, er geht in die Rezeption und bestellt euch, bezahlt für euch jeweils ein Zimmer, also für sich ein Zimmer und für euch jeweils ein eigenes Zimmer. Also bestellt 4 Zimmer und ja. Er sagt euch, dass er euch morgen früh treffen will und geht auf sein Zimmer. Was tut ihr? Ihr seid in dem Hotel. Ich verziehe mich auf mein Zimmer, Wunden lecken. Ich verziehe mich auf mein Zimmer und begutachte die Minibar. Okay. In der Minibar ist jetzt nichts Besonderes drunter. Tatsächlich ist die relativ leer geräumt noch. Da ist ein bisschen Wasser ist drin. Das ist ein paar Schokoriegel sind da drin. Für viel zu hohe Preise. Es gibt Schokoriegel für 5 Euro und das Wasser kostet. Das Wasser kostet auch 3 Euro. Das ist so 0,2 Liter Glas für 3 Euro. Das ist da schon. Sind Preise, die unerhört sind. Unter der Annahme, dass er, da er uns ja eingeladen hat, dafür auch bezahlt. Esse ich einen Schokoriegel. Okay. Ja, was tun die anderen? Ich packe mir auf jeden Fall Handtücher ein. Die sind gratis, hallo. Okay. Nach dem Motto, gehe niemals ohne Handtuch irgendwo hin. Ja. Sehr gut. Anhalter durch die Galaxie gelesen, oder? Warum musstest du das noch sagen? Entschuldigung. Das weiß man, nur man weiß es nicht. Ja, das ist so, keine Ahnung, I don't know. Ja. So, 42. Was tust du? So. Aktion. Achso, ja, ich entspanne mich ein bisschen und leg mich aufs Bett und so. Okay, wenn ihr alle euer Zeug getan habt, was ihr tun wolltet, dann
Denke ich mal, geht ihr bald alle schlafen und ja, es wird Nacht, ihr schlaft ein paar Stunden. Es ist der 18. April 2026, der nächste Morgen, es ist Samstag, 6:30 Uhr morgens. Es klopft an der Tür von Christine zuerst, weil sie am nächsten an der Tür ist. Es klopft an deiner Tür, Christine, und die Stimme von Erich, die Stimme von Erich weckt dich unsanft aus dem Schlaf und ruft dir zu, Augen auf, aufstehen, und wir treffen uns 10 Minuten im Foyer. Klopft an der Tür und geht kommentarlos weiter und klopft beim nächsten und ruft dasselbe, sagt nochmal 10 Minuten im Foyer aufstehen. Ja, dann würde ich langsam aufstehen. Nacheinander. Und mich fertig machen. Und also er geht derweil runter ins Foyer und wartet dort auf euch. Zwerg, ganz kurze Zwischenfrage. Hm? Hast du meine Nachricht gerade gelesen oder noch nicht? Privat im Discord, oder? Privat Discord, ja. Nee, da habe ich gerade eigentlich keine Zeit, während ich ja ein Abenteuer leite. Ja, weil eigentlich wollte ich auf galanten Weg mitteilen, dass es mir wirklich richtig scheiße gerade geht. Okay. Ich guck jetzt nicht wirklich auf Discord gerade, während ich... Sorry dafür. Ja, alles gut. Nö. Also, ja, das mache ich. Das ist eine gute Idee. Okay, dann... Bevor du uns hier umkippst. Ich glaube, das versteht doch jeder von den Zuschauern. Ich hoffe, es tut mir auch ehrlich leid. Es war nicht so geplant von mir. Dann hoffentlich bis nachher. Ja, hoffentlich bis nachher. Gut. Na dann. Jedenfalls bei euch, bei Jane und bei Daniel an der Tür. Hat er gerade geklopft, hat euch unsanft aus dem Schlaf geweckt. In 10 Minuten unten im Foyer. Was tut ihr? Ich zieh mich schnell an und nehme meine Sachen mit nach unten. Okay. Ja, ich mache mich auch fertig, gehe nach unten. Und in der Annahme, dass beide dort unten jetzt schon warten, wenn jetzt gerade kein Einwand kommt. Ja. Christine kommt einfach mit, die ist, wir tun mal so, als ob die mitkommt, einfach so, dass die tut, was ihr tut. Okay. Also in der Annahme, dass alle drei unten sind, würde ich vorschlagen, warum besprechen wir das nicht einfach beim Frühstück? Das ist tatsächlich eine gute Idee, sagt euch, Namen. Erich, sagt euch Erich und ja, er hat tatsächlich einen Vorschlag für euch. Er lädt euch zu sich nach Hause ein. Er sagt, ich hab bei mir zu Hause noch ein viel geileres Frühstück stehen. Ich bereite euch ein Frühstück bei mir in der Wohnung. Da habe ich auch noch Sachen rumliegen. Ich habe auch noch ein paar Rucksäcke für euch. Da könnt ihr euch noch ein bisschen was mitgeben. Wie wär's, also, wenn wir... Nachdem ich von diesem Gesetz gehört habe, denke ich gerade ehrlich gesagt viel mehr darüber nach, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Das dürfte schwierig werden. Aber vielleicht schaffen wir es. Komm mal mit. Wir können. Ich habe eine Aufgabe für euch heute, wir müssen dieses Gesetz auf jeden Fall verhindern und da habe ich einen guten Plan für euch, wie wir das hinkriegen. Ich habe Kontaktpersonen im Bundestag, ich brauche euch wirklich ernsthaft für diesen Auftrag.
Lass uns das hier vielleicht nicht im Foyer des Hotels besprechen. Lass uns da vielleicht. Wie er schon mal gemacht hat, er lädt euch zu sich nach Hause ein und in seine Wohnung hier. Beziehungsweise in die Wohnung seines Freundes, ist das du, der gerade nicht da ist, wo er hier in Dresden. Er wohnt ja in Hessen. Aber das ist hier ein. Er sagt, da gibt's Frühstück für euch, da können wir es ganz bei Frühstück mal ausführlich besprechen. Wie wär's damit? Ich stimme vorsichtig zu. Ja, ich nicke und sag, warum nicht? Christine stimmt auch zu. Und gut, ihr geht, ja, es ist sein, also nicht sein, ja, sein, das Zimmer seines Freundes, das, die Wohnung seines Freundes befindet sich relativ in der Nähe des Hotels, und ja, dort geht er mit euch hin und dort angekommen bereitet euch ein ordentliches Frühstück vor mit allem, was er wollt. Die Schränke sind voll, es gibt Croissants sogar, es gibt Schnitten, es gibt Ei, wenn er wollt, das ist da auch schon zubereitet. Sekunde. Mein Skript ein bisschen scrollen. Ja, in der Wohnung von seinem Freund kriegt ihr von ihm jeweils einen Rucksack zur Verfügung gestellt. Das sind Rucksäcke, Werbegeschenke von der Piratenpartei. Knallorange die Rucksäcke, mit großen Piratenpartei-Logos drauf. Ihr kriegt dazu noch eine Thermoskanne mit ebenfalls einem ein Orange mit großem Logo drauf, und sind alles Werbegeschenke. Eine Brotdose kriegt ihr auch noch als Werbegeschenk zur Verfügung gestellt wurde, und was noch, was ihr im Inventar hattet. Eine Isomatte kriegt ihr auch noch zur Verfügung gestellt, dann von ihm in der Wohnung. Da sagt er, das könnte er gebrauchen auf dem Weg zum Bundestag. Jo. Er bietet euch auch nochmal an, dass er mit euch einen Weg lang mitkommt, sich mit zum in Richtung Bundestag begleitet. Um 16.30 Uhr heute soll im Bundestag eine Abstimmung zu dem Gesetz stattfinden, und diese Abstimmung muss im Bundestag dann unbedingt verhindert werden. Und er hat euch schon Tickets für den Zug gebucht heute Morgen. Tickets gebucht. Der Zug soll um 8.20 Uhr vom Hauptbahnhof abfahren. Der Hauptbahnhof ist nur 15 Minuten Weg zu Fuß. Ja, jetzt bin ich gerade auch ein bisschen im Stocken gekommen. Verzeiht mir das. Sehr professionell hier heute. Wie gesagt, ihr kriegt das Zeug gestellt und. Ich betrachte die Sachen und frage ihn, was haben wir überhaupt davon, wenn wir damit machen? Ja, was ihr davon habt, zum ersten Mal habt ihr davon, dass dieses wirklich schlimme Gesetz abgeschafft wird. Und natürlich wäre auch ich und sicherlich mit
mit mir der gesamte Vorstand, die gesamte Politik, was sage ich, wäre euch dankbar dafür. Das ist ihr werdet bestimmt die Helden der Nation, wenn er es schaffen würde, dieses Gesetz zu verhindern, uns da irgendwie auf den Weg, das zu verhindern, dass dieses schlimme Gesetz verabschiedet wird. Das wäre wirklich, tut es nicht für mich, tut es für euch, tut es für die Nation, das werden die ganz, das ganze Deutschland wäre ich dankbar, wenn dieses Gesetz zur Grundrechtseinschränkungen, den Arbeitslosen, stellt euch mal vor, den Arbeitslosen verbieten, ins Ausland zu reisen, wo wären wir denn da? Zumindest nicht im Ausland. Ich verstehe immer noch nicht, was mich daran hindern soll, meine Sachen zu holen und das Land zu verlassen, weil vor 16.30 Uhr aus dem Land, die Grenze ist ja nicht weit. Die Grenzen werden ja, wie du vielleicht schon weißt, bestimmt jetzt schon kontrolliert, und da ist dann... Jetzt wirst du bestimmt noch schon ins Ausland gelassen, aber willst noch außerdem, was zurücknachte. Außerdem, ich brauche da überhaupt keine Sorgen zu haben. Ich habe meinen Job. Und ich habe auch noch 3 Wochen Urlaub. Also... Christine möchte aber unbedingt... Die ist... Verfickte Scheiße. Das wichtigste Mitglied im, das hat mir jetzt irgendwie halbwegs alles zerhauen. Was die jetzt weg ist. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt. Oh ja. Bestimmt. Euer arbeitsloser Kumpel. Denk doch mal an den. Ja, sie kann gerne mitkommen, weil vor 16.30 Uhr wird das garantiert nicht wirksam sein, dieses Gesetz. Ja, bestimmt und auch nicht. Das Gesetz wird auch bestimmt auch nicht in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen gültig sein. Eben, also warum nicht einfach jetzt das Land verlassen? Das und wenn ihr irgendwann wieder zurück nach Deutschland kommen wollt? Dann... Ach ja, es wurde komme ich Frage, zurück nach Deutschland. Es wurde die Frage in der Situation gestellt, ich sehe schon. Die End. Kann ich auch was sagen? Sag mal was. Also, ich würde sagen, von mir aus können wir es gerne mal wenigstens versuchen. Haben wir wenigstens ein bisschen Spaß gehabt und ja, machen wir was wenigstens hin. Ja, siehst mal. Ruhig so. Ja. Ich meine, dafür und sind wir stimmt. Ja eh und wert. Und wer hat nicht im Lebenslauf stehen, dass eine Bundestagsdebatte maßgeblich beeinflusst hat. Ja, aber was ist, wenn der Versuch fehlschlägt? Der Gesetzentwurf geht durch und wir werden wegen irgendwas... Das wäre absolut katastrophal. Was? Ihr dürft werden nicht. Von... diesen Typen da im Bundestag eingesperrt und müssen ins Gefängnis. Nein, ich mach da nicht mit. Ihr werdet sowieso nicht eigentlich, ihr dürft einfach nicht versagen, aber ihr werdet schon nicht versagen. Ich vertraue auf euch, ihr kriegt das schon hin. Ja, wer sagt uns denn überhaupt, dass du auf unserer Seite bist? Wer sagt uns, dass das Essen, was du uns gegeben hast, nicht seit schon vergiftet also schon war vergiftet. Und wir in 3 Stunden sterben? Ja, und wofür bist du ins Ausland? Wer sagt dir, dass dein Zug nicht explodiert? Ja, Züge explodieren. Das tun sie im Alltag öfters. Dann mache ich halt langsam wird Diskussion noch. Scheißegal. Langsam wird Diskussion noch ihm zu bunt. Ach komm, Leute. Explodierende Züge, wo sind wir? Bei der Deutschen Bahn. Ja gut, that's a point.
Natürlich ein Zugticket gebucht. Mein Joker ist abhanden gekommen. Christine. Wolfi. Wir können gerne, also ich würde sagen, wir können es wenigstens ausprobieren. Dann tun wir mal wieder was Gescheites. Und tun was Aktives, anstatt nur auf Demos zu gehen. Wolfi versucht. Ja, wir können aber auch gleich die ganze Regierung stürzen. Christine versucht dich. Alle. Christine versucht dich mit aller Kraft zu überzeugen, dass das hier deine Freundin. Es ist hier. Es geht um ihre Zukunft. Okay, weißt du was? Widerstand. Ich bin dabei, aber wir tun es auf meine Art, mit einer Menge Plastiksprengstoff. Die hast du nicht. Plastiksprengstoff, da bin ich gespannt, wo du die herkriegst. Aber ja. Wenn du die Karten dafür bestellst, wirst du verhaftet. Kannst du gern versuchen, dass ich weiß nicht, wo du das herkriegen willst, aber. Nee, die Bausachen dafür, also die Teile, die man dafür braucht, kann man sich wirklich bestellen, aber du wirst halt wirklich verhaftet, wenn du genau die Sachen zusammen bestellst. Ja. In den näheren Zeiten von Monaten. So. Ja, und der sagt euch, er kommt, also Erich sagt, er muss sogar nach Berlin heute. In Berlin ist ein Bundesparteitag der Piratenpartei und der muss da sogar mitkommen. Er kommt mit euch mit und begleitet euch bis zu Berlin, aber in Berlin muss euch leider verlassen. Sein Plan ist, ihr müsst es irgendwie schaffen, in den Bundestag zu kommen und dort die Abgeordneten zu überzeugen, irgendwie dieses Gesetz abzulehnen und irgendwie dieses Gesetz nicht zur Abstimmung durchzulassen. Bis zum Hauptbahnhof sind es noch 15 Minuten von seinem Fußweg, von seiner Wohnung aus. Moment, bevor wir losgehen, ich würde ihn fragen, ob er vielleicht ein scharfes Küchenmesser hat, was er mir überlassen könnte, nur für den Notfall. Willst du noch mehr Küchen findest? Müssen noch wen abstechen. Der Killcount muss steigen. Also einer ist gerade schlecht, gerade gar nicht ganz, ganz schlecht zu hören gewesen. Er guckt nicht hin und du nimmst dir eins weg. Du hast ein Küchenmesser, schreib dein Küchenmesser zum Inventar. Übrigens, ich würde mal sagen, ihr habt in der, was ich vorhin vergessen habe, wenn es gerade chaotisch ist, ihr habt tatsächlich ein paar Gegenstände von den aus der Kneipe mitgenommen. Messer hast du dir. Du hast ein Taschenmesser dabei, bevor du ein Küchenmesser mitnimmst. Du hast ein kleineres Messer als dein vorheriges, aber du hast dort irgendwo bei einem der Handwerker dort ein Messer gefunden. Du kannst dir ein unblutiges Messer ins Inventar schreiben. Meinetwegen nimm auch das Küchenmesser mit. Ich würde dir ein Messer geben. Punkt. Es ging mir nur darum, dass du nicht das blutige Messer hast. Schreib dir ein Messer auf. schreib dir ein neues Messer auf. Es ist jetzt schon 7.30 Uhr, der Zug soll um 8.20 Uhr vom Hauptbahnhof losgehen. Ihr habt noch 15 Minuten Weg für euch. Er empfiehlt euch, langsam loszugehen. Er gibt euch eure Rucksäcke mit Thermoskanne, Isomatte und mit Brotdose und Parteigeschenke. Und ihr geht
Langsam los Richtung Hauptbahnhof. Was würdest du sagen? Unterwegs würde ich ihn fragen, wie viele der Abstimmungsbefugten müssen anwesend sein, damit die Abstimmung stattfinden darf? Und was passiert, wenn einer nicht da ist? Das weiß er nicht. Der ist Politiker und weiß das nicht. Perfekt. Aber das ist. Da müsstest du schon den halben Bundestag umbringen. Wie viel muss bei einer Abstimmung anwesend sein? Das ist. Ich weiß nicht, die Hälfte der Fraktionen muss also es müssen genügend Leute im. Es ist schwierig da, also. Ich weiß, was du vorhast, aber das wird dir nicht gelingen. Deswegen. Ja, glaube ich nicht. Es ist. Wenn du da Leute umbringen willst, dann müsstest du schon. Mindestens was vollautomatisches dabei. 100, 200 Abgeordnete. Weiß nicht, wie viele du dazu bringen müsstest, nicht teilzunehmen an der Abstimmung. Es wäre eine Menge. Moment, ich habe gerade gegoogelt. Ich lese kurz weiter, mach einfach weiter, ich lese das kurz und sag dir dann. Mehr als die Hälfte deiner Mitglieder im Sitzungssaal anwesend sein. Das kriegst du nicht hin. Außerdem gibt es Sicherheitsdienst. Außerdem gibt es einen Sicherheitsdienst im Bundestag. Okay, ihr befindet euch auf der Einkaufsstraße in Dresden. Seid unterwegs zum Bahnhof, es ist nicht mehr weit bis zum Bahnhof. Ihr seht links und rechts ein. Was macht mein Handy hier? Läuft gerade alles scheiße. Ihr seht links und rechts ein paar Läden, es ist die Einkaufsstraße, es haben Läden offen. Ihr könntet jetzt unterwegs noch, wenn ihr irgendwas einkaufen wollt, hier gibt es Möglichkeiten. Es ist etwa 7.30 Uhr morgens, es sind nicht viele Leute unterwegs. Ihr seht ein paar Leute euch entgegenkommen und ein paar Leute die Straßen lang gehen. Wollt ihr irgendwo einkaufen? Wollt ihr direkt weitergehen? Was tut ihr? Ich würde einen kleinen Sack Dünger kaufen. Okay, warum auch immer. Du wirst es noch sehen. Du kriegst einen Sack Dünger. Es ist ein Blumenladen in der Nähe, der Dünger da hat. Ich möchte was Sinnvolles fragen. Gibt es da einen Sportladen? Sicherlich. Gibt es einige. Ein, zwei davon gibt's. Wie viel hat mich der Dünger gekostet? Was kostet eine Tüte Dünger? Warte, ich google. Es ist, 5 Euro. Schätzungsweise. 67 Euro. Wie viel Euro? Um die 60, 70 also, Euro. Okay. Also ich habe hier gerade einen für 20 gefunden. Okay, ja, den ersten. Sieht jetzt 20 aus. Keine Ahnung, 25 ab. Kilogramm Sack. Du hast einen großen Sack Dünger für 20. Du hast einen mittleren Sack Dünger für 20 Euro. Meine Güte. Ja, okay, warte, das wäre unrealistisch. Dass ich jetzt einen 25 Kilo Sack Dünger gekauft. Es muss in deinen Rucksack packen, du hast einen kleinen. Ja, deswegen, ja. Du hast einen kleinen Sack Dünger, der in deinen Rucksack packt, passt für. Warte kurz. 15 Euro. Sagen wir was. Ist mir Wumpe. Wie groß und wie teuer es ist. Darauf kommt es jetzt nicht an. Du wolltest ein Sportgeschäft finden? Ja. Ich habe mir überlegt, mir einen Baseballschläger zu kaufen. Da musst du tatsächlich sagen, aus eigener Erfahrung kriegst du da keinen. Ich habe selbst mal schon mal danach nachgeguckt. Ich habe noch nie wirklich einen Baseballschläger gefunden in der Sportabteilung. In der Stadt, vielleicht musst du da in besondere Läden rein, eine besondere Sportsbedarfs-, also Mannschaftssportabteilung oder weiter. Ich habe wirklich ohne Witz noch nie einen Baseballschläger in einem Sportgeschäft gefunden. Zumindest nicht in handelsüblichen Geschäften. Aus eigener Erfahrung. Realistisch gesehen, also ich gebe dir auch jetzt keinen. Schade. Ich habe bei
Also ich habe schon bei Kaufland Baseballschläger gesehen. Also es ist nicht vielleicht bin ich in der falschen Stadt, aber ich habe tatsächlich noch nie. Ich habe wirklich aktiv danach gesucht, aber es ist halt irgendwie. Es gibt andere Schläger, aber. Warte mal, wie teuer ist sowas? Ja, perfekt. Ich kaufe mir 9er Eisen. Okay. Weil sowas gibt es in Sportgeschäften. Ein Golfschläger meinst du damit? Ja. Kannst du haben. Okay, ich mach mal 60 Euro minus. Ja, du machst 60 Euro minus und schreib dir als verbotenen Gegenstand. Ja. Das Ding auf. Okay. Warum schreibst du gerade in den Twitch-Chat? Du hast zu tun mit dem Spielen. Weil wir spielen des Abenteuers. Ja, ich kann das auch. Ich kann multitasken. Ich möchte nur wissen, was für eine Frage er da genau meinte. Die Frage, die ihr gestellt habt. Warum sollten wir mitkommen? Ja, ich habe es nicht die ganze Zeit offen. Ich habe nicht gesehen, wann die genau kamen. Ist aber auch egal. Gut, ja, ist auch egal. Wenn ihr eingekauft habt und alles habt, was ihr braucht, kommt auf die Straße. Seht wirklich, um die Uhrzeit ist wirklich nicht viel los. Ein, zwei Leute, die jetzt schon einkaufen, eine, die vielleicht unterwegs am Samstag zur Arbeit sind. Manche arbeiten auch am Samstag müssen auch leider am Samstag zur Arbeit. Einer fällt aus der nicht vorhandenen Menge hervor. Diese Person seht ihr auf der Straße. Der sieht wirklich so aus, könnt ihr mir bestimmt zustimmen. Sieht so aus, als würde er nicht hierher gehören. Der sieht sehr französisch aus und ist dann ein bisschen das ein Franzose hier in Dresden. Das ist schon. Ich dachte, wir sind mittlerweile in Berlin, aber egal. Ihr seid noch in Dresden. Ihr seid noch auf dem Weg zum Hauptbahnhof in Dresden. In Berlin seid ihr noch nicht angekommen. Also für mich sieht der Typ eher aus wie so ein aus der Kolonialzeit in Amerika oder so. Ja, er sieht auf jeden Fall ein bisschen außergewöhnlich aus. Was tut ihr? Wollt ihr weitergehen zum Hauptbahnhof? Wollt ihr? Wir ihn entführen, das Spaß. Würfel mal auf Entführung. Ich wäre dabei, wenn du dabei bist. Nein. Hast du irgendwas auf Entführung? Nein, aber ich habe einen Golfschläger. Ich habe ein Messer. Was wollt ihr tun? Ich spreche ihn nicht an, weil ich jeden einschüchtern. Ich nicht an. Okay, geht weiter. Ja. So, na dann. Ich würde ihn aber trotzdem gerne im Auge behalten. Ja, er läuft in die entgegengesetzte Richtung von euch und also ihr müsst zum Hauptbahnhof, er muss in die andere Richtung und er tut nichts Außergewöhnliches, er geht einfach weiter. Okay. Ihr geht auch weiter, oder? Jo. Ja. Gut, dann kommt ihr bald am Hauptbahnhof Dresden an. Das ist er. Ihr kommt am Hauptbahnhof Dresden an. Und vor dem Hauptbahnhof seht ihr tatsächlich eine Gruppe von vier Leuten. Glatzköpfe mit schwarzen Klamotten an. Ist relativ eindeutig, welcher politischen Ausrichtung die angehören. Glatzköpfe, die sich um ein kleines, eine junge Frau scheren und die umringen und auf die Frau direkt vom Bahnhof einschlagen. Die sich da, also vier starke Männer, die gegen eine junge Dame kämpfen. Und wir wissen alle, was ich mache. Was tut ihr? Ich würde gerne hingehen und dem ersten mein Messer von hinten in die Niere stoßen. Ich wollte jetzt niemanden umbringen. Okay, Sekunde. So ungefähr sieht die Szenerie aus.
So ungefähr sieht die Szenerie aus. Die könnt ihr noch nicht sehen, oder? Ja. Nee. So sieht die Szenerie aus. Jetzt müsst ihr das sehen. Da stehen vier große, breite. Ihr drei steht hier, also ihr plus Christine, stehen dort an, ihr kommt gerade so von der Seitenstraße her und seht die dort könnte so die oben an der Oberseite könnte der Bahnhofseingang sein und die stehen dort in der Ecke und greifen gerade die schon am Boden liegende, die treten und schlagen auf das wehrlose Mädchen, Frau ein. Ja, ich würde dem hier da gerne das Messer. Dem größten. Ja, natürlich. Okay, würfel mal auf Messer. Was hast du darauf? Ah, jetzt habe ich das gesehen zweimal. Ich habe auf jeden Fall mehr als das, was ich gewürfelt habe. Du warst 70 plus 28, 98. Messer 98 hast du, hast du geschafft, oder? Ich habe aus Versehen. Ja, ich hab's aus Versehen zweimal gewürfelt. Okay, du hast es aber jedes Mal geschafft. Du stichst ihm gerne noch zweimal in den Rücken ein und er gibt um und ja, fällt zu Boden und blutet. Als Reaktion darauf, weil du gerade ihren Freund erstochen hast, wenden sich die Leute zu und ja, die drehen sich um zu dir. Der ist relativ ist aus dem Kampf raus, den können wir mal zur Seite stellen. Die drei übrigen, die wenden sich gerade zu euch zu und die rennen jetzt auf euch zu und attackieren euch. Im Kampf geschehen, Christine war die Nummer 1, dann würfe ich mal gerade für sie. Würfe ich mal einfach mal. Eigentlich, Christine war Nummer 2 eigentlich, aber okay, passt ja gleich. Also soll ich es zuerst machen, dann spiele ich einfach mal jetzt für sie, oder? Bin ich mal so frech. Ja. Ich habe einen Charakterbogen hier. Die hat auch ein Messer dabei. Hätte ich euch eigentlich nicht sagen sollen, aber scheiß drauf. Kampf jetzt zieht es. Okay, das schafft sie sehr gut. Die greift einen an und ja, macht 5 Schaden. Der ist so ein bisschen auf sie zugerannt. Macht Schaden, du bist dran. Wer jetzt, ich oder? Ja. Die Nummer 2. Warte mal, ich schlage ja, den hier einfach. Kann ich jetzt nicht. Dann würfel mal auf Schlagen. Ja, warte kurz. Musst kurz zurückhalten. Ah, okay. Den hier. Mit meinem Golfschläger, natürlich. Wie viel Schaden macht ein Golfschläger? Aber ist auch 2d10. Ja. Dann. Warte. Hier. Nun. Erstmal würfel, ob du es schaffst, oder? Hast du geschafft mit deinem Wert? Ja. 9 Schaden, okay. Ja, da kommt der nächste auf euch zu und greift euch an. Und dann wärst du dran, Jane. Oder ja, Jane ist dran. Ja. Sind jetzt alle mittlerweile um euch herum und greifen euch an mit ihren Fäusten. Ich würde. Moment. Den hier, der hat den
Golfschläger oder was das war, abbekommen. Ja. Hm. Einer von den dreien hat noch nichts abbekommen, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Was tut ihr? Ja, den, der noch nichts abbekommen hat, den würde ich... Ups, jetzt habe ich wieder... Eine 69. Den zweiten bitte einmal ignorieren. Warum würdest du mal zwei haben? Ich habe aus den Doppelklick meine Maus falsch eingestellt. Nachher nochmal dann. Den zweiten einfach ignorieren, ich würde einmal zustechen. Schaffst du es? Ja. Okay, auf wen hast du eingestochen? Auf wen hast du eingestochen? Auf den. Also von den dreien müsste theoretisch, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, einer noch nichts abbekommen haben. Und auf den. Okay, auf ihn hier würfel du Schaden aus. 2D10. Ja. Jetzt hat's geklappt. Ja. Alle haben jetzt Schaden abbekommen. Dann ist jetzt wieder Christine dran. Die hat ihr Messer rausgeholt und sticht nochmal zu. Oha, sie verkackt's. Steckt daneben. Ja. Ja, eigentlich ist es ein kritischer Treffer. Sie schlägt sich selbst damit. Übrigens, ihr habt über Nacht, ihr habt geschlafen, ihr könnt euch wieder, ihr habt wieder 100 HP. Für diesen Kampf habe ich vergessen zu sagen. Ihr kriegt selbst 10 Schaden. Außer Christine, die hat minus 10. Gut, der nächste ist dran. Sie hat verfehlt. Wer war jetzt als zweites? Ich glaube, Daniel war dran. Nee. Er hat am wenigsten Leben von denen jetzt. Die haben alle relativ gleich viel Leben. Okay, dann schlage ich einfach den größten von denen. Wieder. Wir sind alle relativ gleich groß. Der große, der hat doch einen Down gekriegt. Achso, ja, nee, ich meine den links. Ja, dann würfel mal. Ich habe getroffen. Okay, würfel Schaden aus, 2d10. Ja, 11. Ja, okay, du triffst ihn, du stichst ihm in die Schulter, er kippt nach hinten um und ja, ist erst zumindest erstmal ohnmächtig. Er ist aus dem Kampf raus. Hab noch 2 gegen euch. Dann ist, glaube ich. Ja. Nee, Jane ist dran. Was tut ihr? Ich würde einfach denselben noch einmal. Derselbe ist gerade. Du willst ihn unbedingt also umbringen? Den ich gerade hatte. Ah, okay, ich dachte gerade. Denselben, der gerade schon ohnmächtig ist am Boden. Den ich gerade schon hatte. Verstehe. Okay, ich dachte gerade auch, er hat unbedingt Lust, ihn umzubringen. Würfel, hast du geschafft oder? Ne, 92 hast du nicht geschafft, hab oder? Ich geschafft. Hast du geschafft? 92 schaff ich. Du hast Messer, oder? Den Messer. Ja. Ja, hast du geschafft. Sehr schön. Okay, würfel mal Schaden aus. Ja, er geht auch zu Boden. Du hast ihn bewusstlos geschlagen, gemessert. Keine Ahnung. Such dir was aus. Ich hab noch einen gegen euch. Oh, hoppala. Jetzt ist, glaube ich, wieder. Sie dran. Ich hab vergessen, wie sie heißt. Hier. Christine. Ja. Dann sagen wir mal, mit der Faust schlägt sie. Basic Handeln. Das. Hat sie das geschafft? Hat sie nicht geschafft, verfehlt. Ist ja schlecht im Kämpfen. Aber nur knapp verfehlt am Hautaleben. Du bist dran, Daniel. Was tust du? Greif an.
Keine Ahnung, ich schlag halt auf den letzten ein. Ist ja noch einer. Okay, Würfel mal schlagen. Ja, hat getroffen. Würfel Schaden aus, wirfst noch einen Schaden, 2d10. Okay. Ich hab aber 18. Okay, er geht zu Boden, er ist, ihr habt alle vier besiegt. Ja, dann sage ich euch mal, was ihr kriegt. Da ist nämlich einiges an Loot dabei bei denen. Loot. Das lässt mein Herz höher schlagen. Dürft euch aussuchen, wer was nimmt. Vielleicht seid ihr so fair und lasst, falls sie noch nachher zurückkommt. Ich hoffe, sie kommt noch zurück. Lasst ihr die. Okay, Sekunde. Läuft gerade Weihnachtsmusik. Das finde ich sehr gut. So, ihr kriegt, also müsst ihr euch aufteilen, ihr kriegt ein stumpfes Messer. Ist eher ein Drohmesser gewesen, ist eher zum Bedrohen von Leuten, damit kannst du nie wirklich jemanden verletzen. Aber sieht sehr scharf aus, ist aber stumpf. Hat 0d10 Schaden. Du kannst nicht angreifen, aber kannst damit. Nee. Ich bleib bei meinem Golfschläger. Ja, aber nimm du, dann bist du der. Dann bist du nicht der Einzige ohne Messer. Ja, okay, dann nehme ich es eben. Dann gibt's noch. Bei dem einen findet ihr zwei Seile, beim anderen nochmal eins. Also ihr findet insgesamt drei Seile. Ja. So ein Meter, so ein Meter Seil, so insgesamt, ja, wenn das aneinander knotet, wären es 3 Meter Seil. Was nehmen wir? Der bärtige. Ja, der bärtige Typ von denen, das ist, kann ich gerade nicht anklicken, aber der hier. der hat ein Feuerzeug bei sich. Das könnt ihr noch kriegen. Ja, das würde ich nehmen. Das würde ich auf jeden Fall nehmen. Und ihr kriegt 2 Items aus der Lootliste. Da habe ich nämlich tatsächlich eine Lootliste dabei. Random dann, Lootliste, da würfel ich einfach mal. Das ist einmal 22 und einmal die 46. Die 22 ist, ihr kriegt einmal ein Kleiderbügel, den er dabei hatte. Dann kann ich auch nichts mit anfangen. Und ein Kerzenstumpf. Was? Warum kriegen wir einen Kleiderbügel und einen Kerzenstumpf? Ich nehme den, weil wir Leute umgebracht haben. Ihr habt gerade 4 Nazis am Hauptbahnhof umgebracht, die eine Frau bekämpft haben. Oh, ich kann man auch keine Sekunden alleine lassen, ne? Ich habe niemanden umgebracht. Ne, man kann euch nicht alleine lassen. Willst du den Kerzenstumpf haben und wer will den Kleiderhaken, den Kleiderbügel bekommen? Könnte ich auch teilen. Aber auch nichts davon. Ich habe den Kerzenstumpf, der ist praktisch. Okay. Du kannst übrigens ein Seil ins Inventar schreiben, Wolfi. Ha? Ein Seil kannst du jetzt ins Inventar schreiben und wenn du willst, einen Kleiderbügel, den kannst du jetzt an dich nehmen. Ich nehme das Seil, das passt. Und den Kleiderbügel kannst du auch, oder das nimmt wer anders. Dann nehme ich den halt. Und du kriegst einfach eine, damit er nicht liegt. Du hast im Kampf übrigens 10 Schaden gekriegt, also minus 10, kannst du 10 Schaden abziehen. Von den 100, du hast über die Nacht regeneriert, aber du hast jetzt 90 Schaden, also 90 Gesundheit. Immerhin. Na gut, okay. Okay, ihr habt jetzt also die Holde Maid gerettet, die von den Nazis bedroht wurde. Als du fragst, wie das passiert ist, dass du Schaden bekommen hast, du dich selber angestochen. Ich hab mich selbst angestochen. Ich hab für dich gekämpft, weil du nicht da warst. Hab ich dich mal mit den Karten. Ich kann mal mich erinnern, ein Messer gezogen zu haben. Du hast ein Messer gezogen. Ich hab mal eben. Das habe ich mir mal erlaubt für dich. Okay. Und übrigens, ich scheine ja hart gefailt zu haben, wenn ich mich selbst angestochen habe. Ja, du hast sehr hart gefailt. Du hast schlecht gewürfelt. Ja. Übrigens, das sind die. Die werten Herren, die ihr gerade besiegt habt, da unten. Und das ist die Dame, die gerade vor denen getreten und geschlagen wurde.
die hübsche Dame, die da jetzt ja, relativ... Was tut ihr? Ich gehe zu ihr hin, schau, ob sie bewusstlos ist. Dir geht's nicht gut, also der bewusstlos ist sie nicht, aber sie ist kurz davor, bewusstlos zu werden. Okay, also noch ein paar Tritte und sie wäre wirklich bewusstlos geworden. Also die ist schon, der geht's schon hart mies. Okay, ich drehe mich um. Kann bitte wer jemand den Krankenwagen rufen? Danke. Dann gerne, sobald wir hier weg sind. Ich will nicht mit noch einer Messerstecherei in Verbindung gebracht werden. Dann drehe ich mich um zu der Dame. Hallo? Kannst du mich hören? Sie kann dich hören und sie überreicht dir Sekunde, weil du zu ihr gegangen bist. Du kriegst von ihr auf jeden Fall, ich muss nochmal eine Liste nachgucken, was genau ist, aber einen rollenden Würfel kriegst du. Das ist ein gezinkter Würfel, den kannst du einmal einsetzen, oder einem anderen Spieler unterwürfeln, der einmal beim Wurf deine gewünschte Zahl anzeigt. Also das ist dann ein gezielter Würfel. Okay. Gut. Im Spiel nutzbar. Und du kriegst, habe ich mir gar nicht notiert, weiß gar nicht, wie ich es jetzt finde, aber du kriegst noch einen random Gegenstand. War das, glaube ich. Falls es dich interessiert, wir waren einkaufen und hier unsere Christine hat sich einen Sack Dünger gekauft. Und die 69? Nein, das war Jane. Achso, stimmt. Entschuldigung. Ja, sorry. Übrigens, die 69 aus der Loot-Liste ist übrigens, du kriegst einen. Ich muss nochmal gucken, was genau war. 69. Du kriegst einen pinken Gummidildo, du kriegst du. Okay. Finde ich. Natürlich. Ja, natürlich. Lag neben ihr auf dem Boden. Das ist. Wir fragen nicht weiter. Wir stellen keine Fragen. Du hast einen pinken Gummidildo in deinem Inventar. Gut, ich schaue sie an. Glaubst du, dass du noch ein paar Minuten durchhältst, bevor der Krankenwagen kommt? Sie hebt den Daumen so ein bisschen schwach hoch und nickt dir so ein bisschen zu. Okay, ich nicke. Dann stehe ich auf, gehe zu den anderen. Okay, lass uns gehen und rufen den Krankenwagen, wenn wir in sicherer Entfernung sind. Okay, also ihr geht in den Bahnhof rein. Ich habe noch keinen Mord begangen. Und wie viele Leute hast du schon umgebracht? Ich habe noch niemanden umgebracht. Nee, nicht du, ich meine Jane. Also, ich hab jetzt zwei gezählt. Ja, ich habe gezählt, wie viele ich insgesamt besiegt habe, weil ich davon ausgehe, dass die dann spätestens irgendwann verbluten. 4. Übrigens, ihr kommt im Hauptbahnhof an, also in der Vorhalle des Hauptbahnhofs. Ihr seid immer noch in Dresden. Ihr seid immer noch in Dresden, ja, ja. Ihr kommt in der im Hauptbahnhof an. In der Vorhalle des Hauptbahnhofs, ihr seid noch nicht im großen Hauptbahnhof, aber in der Vorhalle gibt's schon einen Fastfood-Laden gibt's schon ein paar Kioske. Falls ihr da irgendwie was wollt. Ansonsten. Nee, das schon. Ansonsten steht relativ mittig zentral im Hauptbahnhof in der Vorhalle ein Automat, das ist ein Automat von der Bundeszentrale für politische Bildung bereitgestellt. Da kann man sich selbst testen. Da sind so Quiz, Multiple-Choice-Quizzes, die dort eingeblendet werden, auf denen Fragen gestellt werden. Es sind auch Pappaufsteller daneben, die den Automaten bewerben. Da wird beworben mit, dass du auf diesem Automaten, da werden Fragen aus dem deutschen Einbürgerungstest gestellt und da wird, ob du dich mal ausprobieren, da kannst du dich ausprobieren, Preis gewinnen, wenn du die Fragen richtig beantwortest. Mhm. Ich gehe hin und mache direkt den Test. Ja, ich würde den straight away ignorieren und in einen Kiosk gehen und mir eine
Schachtel Zigaretten kaufen und ein Feuerzeug. Okay, das kriegst du. Was kostet eine Schachtel Zigaretten? Du weißt es am besten. 7 Euro. Nein, Spaß. Also eine normale Schachtel kostet 7 oder 8 Euro. Plus ein Feuerzeug. Dann bei 2 Euro für ein Feuerzeug. Viel zu teuer. Die Scheiße hört auf zu rauchen, Leute. Liebe Kinder. Verschwendetes Geld. Das ist Geld Verschwendung. Ich zieh mir mal 10 Euro ab, weil das ist das, was ich realistisch tatsächlich zahle für ein Feuerzeug und eine Schachtel. Okay, einer macht zumindest den Test, also hört zu. Ich stelle mich daneben mit meinem Handy und google die entsprechenden Fragen. Hey, ihr dürft, also für den Fall, ihr habt keinen Empfang, ihr Schweine. Es ist Dresden, das ist verdammt realistisch, dass es im Hauptbahnhof in der Vorhalle keinen Empfang gibt. Ich war da schon mal im Bahnhof und ich hatte da Empfang. Heute übrigens nicht, heute habt ihr da keinen Empfang. Bitte nicht googeln. Bahnhofs-WLAN. Wir müssen noch den Krankenwagen rufen, wollte ich nur so anmerken. Ihr sollt die Fragen beantworten, dass ihr sie wisst. Alles gut, ich beantworte die Frage. Okay, die erste Frage auf dem Display ist: Was versteht man unter dem Recht auf der Freizügigkeit in Deutschland? Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten. A. Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen. B. Man darf seinen Beruf wechseln. C. Man darf sich für eine andere Religion entscheiden. Oder D. Man darf sich in der Öffentlichkeit leicht bekleidet bewegen. Das sind die 4 Antwortmöglichkeiten. Alles? Warte, was? Hey, nochmal. Was versteht man unter dem Recht der Freizügigkeit? Ja, sag mir einfach nur die 4 Punkte. A. Man darf seinen Wohnort selbst aussuchen. B. Man kann seinen Beruf wechseln. C. Man darf sich für eine andere Religion entscheiden. D. Man darf sich in der Öffentlichkeit leicht bekleidet bewegen. Das sind die 4 Antwortmöglichkeiten. Aber die Antwort ist doch, du darfst einfach dich durch komplett Europa bewegen. Einer der Antwortmöglichkeiten. Ja, aber wie gesagt, du darfst dir... A, B oder C oder D. Dann nehme ich A. Okay, A ist richtig, man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen. Oder ist das ein Unterpunkt davon? Zweite Frage ist, welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands? A. Der Bundesrat, B. Der Bundespräsident, C. Die Bürgerversammlung oder D. Die Regierung? E. Ja, C. C. Die Bürgerversammlung. Das ist wieder richtig. Die wählt nur den Präsidenten. Okay, dritte Frage. Wer ernennt in Deutschland die Minister der Bundesregierung? A. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, B. Der Bundespräsident, C. Der Bundesratspräsident oder D. Der Bundestagspräsident. Warte nochmal, nimm seine Antwort, ja. Was sagst du? Nimm seine Antwort, ich habe gerade gar nicht zugehört. Was hat er gesagt? B. D hat er gesagt. Nein, D. D, der Bundestagspräsident. Der Bundestagspräsident. Okay. Das ist leider falsch. Es wäre B gewesen, der Bundespräsident. Das ist eine der wenigen Sachen, die er noch darf, der Bundespräsident. Kannst du nochmal die Frage wiederholen? Ich hatte nämlich gerade meine Frage zwischendurch. Wer ernennt in Deutschland die Minister der Bundesregierung? Und das ist der Bundespräsident B. Ja. Das darf er. Viertens, wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln, A. Dürfen sie nicht mehr an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen? B. Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren? C. Muss der Bundespräsident zuvor sein Einverständnis geben? D. Dürfen die Wähler diese Abgeordneten noch einmal wählen? Soll ich es nochmal wiederholen? Glaube B? Glaube oder... Ich habe keine Ahnung, ich würde einfach... Also, wenn das jetzt in einem Schultest wäre, würde ich einfach A ankreuzen. Einfach, weil ich keine Ahnung habe. Okay, einigt euch bitte. Ich weiß, dass
dass die Abgeordneten einfach ihre Partei wechseln dürfen, auch während der Bundestagspartei. Deswegen hat man, warte mal, was war nochmal? CEBA Einverständnis. CEBA muss der Bundespräsident die Einverständnis geben. Ich weiß nicht mal, ob das nur sein musste. Entscheide dich und jetzt. Aber. Und ich sag nochmal, Zwerg, ich sag nochmal A. Weil du mich Modi genannt hast, nee. Nee, das war ich nicht normal. Okay, ich sag's. Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln, A, dürfen sie nicht mehr an der Sitzung des Parlaments teilnehmen, B, kann die Regierung die Mehrheit verlieren, C, muss der Bundespräsident zuvor sein Einverständnis geben, oder D, dürfen die Wähler diese Abgeordneten nochmal wählen. Ich glaube, es war B. Lockst du es ein? Glauben kannst du in der Moschee, also. Ja, ich nehme B. Einmal B. Okay, B ist richtig. Und die fünfte und letzte Frage. Durch welche Verträge schloss die Bundesrepublik Deutschland sich mit anderen Staaten zur europäischen Wertegemeinschaft zusammen? Wirtschaftsgemeinschaft. Wertegemeinschaft ist es. Die AfD. Aha. Die AfD sitzt in meinem Hirn. Was? Durch welche Verträge schloss sich die Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen? Ja, schon, aber ich meine, warum hast du also, AfD gesagt? Okay, es gibt natürlich Antwortmöglichkeiten. A, die Hamburger Verträge, B, die römischen Verträge, C, die Pariser Verträge oder D, die Londoner Verträge. C. Müsste C sein, ja. Das ist falsch. Es ist B, die römischen Verträge. Was haben denn die Römer damit zu tun? Und warum? Tja, ich weiß es nicht. Okay, wie viele hattet ihr richtig? Ich glaube, die Römer. Ich glaube, zwei Fragen hattet ihr falsch, oder? Wenn ich das richtig sehe, ja. Mindestens. Dann kriegt ihr drei Items aus dem Automaten. Könnt ihr euch aufteilen, wer was kriegt. Was kommt raus? Sekunde, ich würfel gerade mal, sind Random Items in der Lootliste. Noch zwei einmal die Bildung. 24, einmal die 82 und einmal die 26. Okay, sag mal, wer will was haben, bevor ich sage. Ich nehme die 27. 26 meine ich, 26, ja. Dann nimmt der andere die 24. Also die 24 ist eine Zahnbürste. Kriegst du. Perfekt. Die 82, das wäre. 82 ist eine Tüte Mehl. Aha. Viel Geld wert. Die 26 ist ein Bleistift. Egal, jetzt habe ich zwei Bleistifte, geil. Ich glaube, diese Tüte Mehl kann noch useful sein. Ja, du kannst sie in die Luft jagen. Wir können so tun, als wäre das Kokain. könnt ihr tun. Kriegen wir doch irgendwo ein Plastiktütchen? Ja, und dann. Wenn du so fragst, nein. Gibt's nirgendwo. Wir schreiben das. Habe ich das gesagt oder habe ich es ganz ausgelassen? Wir befinden uns im Jahr 2026. Wir spielen das gleich in der Zukunft. Du hast das ausgelassen. Ich habe es einfach ausgelassen, ich habe es nicht gesagt. Es wurde gesagt. Seit 2026 ist 2026. Plastiktüten wurden verboten. Das gibt es nicht mehr. Papiertüten! Ja! Es gibt keine Plastiktüten mehr. Sehr viele Dinger. Ihr seid im Hauptbahnhof. Wenn ihr in die Haupthalle reinkommt, da gibt es noch Shops. Es gibt Möglichkeiten, dort einzukaufen. Also sagt mir, was ihr haben wollt, und ich sage euch, ob ihr es dort kriegt. Gibt es da zufällig irgendwo Silvesterböller? Die gibt es zufälligerweise nicht. Schade. Ich muss mal kurz meinen versteckten Wurf öffnen. Oha, okay. Der Zug kommt tatsächlich pünktlich. Bei der Deutschen Bahn. Wenn ihr jetzt nicht noch was einkaufen wollt, dann steht der Zug auch schon am Gleis.
Da solltet ihr euch langsam bewegen. Wenn es keine Böller gibt, dann brauche ich nichts weiter. Ja, ich auch nichts eigentlich. Okay. Ihr seid also am Gleis, kommt aufs Gleis und steigt in den Zug ein. Ja. Ihr habt jetzt auch kein Geld mehr, weil ihr mit der Bahn fahrt. Ihr habt kein Geld mehr, weil ihr mit der Bahn fahrt, ja, genau. Oder gut, dann können wir uns den Spiel. Wenn wir 2026 spielen, vielleicht hat sich ja ein generelles 9-Euro-Ticket durchgesetzt. Nee, das hat sich nicht durchgesetzt. Das wurde damals unter der Regierung von Lindner abgesetzt. Hat Lindner nicht mehr zugelassen. Das war sein Sohn, das war der. Das hat natürlich nichts mit dem Christian, das war natürlich nicht der Christian Lindner. Das ist, wie gesagt, wie vorhin im Disclaimer, keine Namen mit Ähnlichkeiten zu real existieren. Das war ein anderer. Das war Christ Wolf. Es war ein Lindner, der zwar genauso heißt, aber nichts mit Christian Lindner. Der ist verwandt mit dem, der die Schokolade herstellt. Wie ist nochmal der Nachname von Lindners Frau? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist jetzt aber auch egal. Weil ich sowieso. So, also ihr seid im Zug, eigentlich hätte man diesen Screenshot sparen können. Christian Lehfeld. Kein echten Namen jetzt hier. Ich habe schon damit angefangen. Also ihr seid im Zug. Ihr steigt ein und relativ bald setzt sich der Zug in Bewegung. Der ist schon, sobald ihr eingestiegen seid, legt der Zug los und fährt euch so in Berlin los. Gibt es ein freies Viererabteil? Es gibt ein freies Viererabteil dort. Ja, dann würde ich die beiden Plätze am Fenster beschlagen, damit ich mich auf einen drauf sitze und auf den anderen provokativ meine Füße drauflege. Okay. Ich mache dasselbe mit den Sitzen am Gang. Das funktioniert so. Von Sitze am Gang. Okay, wo sitzt der andere? Eigentlich, da muss ich noch platzieren. Am anderen Ende vom Zug. Nee, ja. Ich setze mich einfach auf die Füße drauf und mache meine Füße auf die anderen Füße. Nein, Spaß. Im Zug, der Zug ist noch schon losgefahren. In eurem Abteil seht ihr, bei der nächsten Haltestelle steigt eine alte Dame zu und setzt sich auf einen Platz neben einer jüngeren Person, einem jungen Mann, sie fängt an, sich lauthals über die Jugend heutzutage aufzuregen und so sagt und schimpft auch das los, die Jugend heutzutage die wollen nur arbeitslos sein und wollen nur Spaß im Leben haben, wollen nur das ist Kiffen, Rauchen und nur nichts Gutes im Kopf, das ist nichts. Die wollen nichts Ernsthaftes machen, das ist da. Und er kriegt von dem Mann dort, den er hier sieht, kriegt so ordentlich Gegenwind. Ich würde meine Schachtel Zigaretten rausholen, eine rausnehmen, damit anfangen zu spielen, so dass es die Frau schön mitbekommt. Sie schimpft weiter und schimpft in deine Richtung. Ich grinse sie an. Ich würde gerne mein Messer benutzen, um aus der Zahnbürste eine Art Knastmesser zu schnitzen. Oh! Würfel mal auf Schnitzen. Hast du irgendwas auf Schnitzen? Würfel mal auf Schnitzen oder so. Was hast du da? Ich hab nichts in Schnitzen, ich hab nur was auf Messer. Würfel mal auf Messer. Erschwert, also auf den linken, weil du bist in der Bahn und du kennst jetzt nicht unauffällig einfach mal eben. Es ist funktioniert. Messer, hast du 70 drauf, das schaffst du, du schnitzt dir einen. Wieso funktioniert immer so Sachen?
Du schnitzt dir aus der Zahnbürste ein spitzes Ding. Das hast du geschafft. Was tut ihr? Sehr schön. Ja, ich spiele weiter mit meiner Schachtel rum, grinse ab und zu der Frau rüber und tu so als wäre alles super. Übrigens, während ihr das tut, kommt der Schaffner rein und geht durch die Abteile und kontrolliert die Tickets. Fahrt Tickets bitte. Kommt dann auch zu euch und fahren nach euren Tickets. Haben wir Tickets? Ja, die wurden uns von diesem Politiker gegeben. Ja. Okay, ja. Der Politiker ist übrigens auch noch mit dabei, der sitzt bei euch, der sitzt auch noch mit dabei, der ist ja mitgekommen. Das ist auch ein Zug. Der hat eure Tickets, der hat sie gekauft und zeigt eure Tickets vor. Ja, der Schaffner geht weiter und kontrolliert weitere Leute im Abteil. Was tut ihr? Die alte Dame unterhält sich noch lautstark mit dem jungen Mann. Ja. Sie schimpft über Jugend und er sagt, er verteidigt die Jugend und sagt, so wie du sagst, alte Dame, ist das so, du alte Schrulle, du weißt doch gar nicht, wie das hier, hast doch keine Ahnung von der Jugend. Deine Jugend ist doch schon längst vorbei. Du hast doch alles schon. Oh, die Kings, also die Kings, die wissen sich alle, die wissen sich beide gegenseitig, die sind da wirklich, sind da komplett, du bist. Ich. Alte Schrulle, halt. Ich nehme mein Buch raus und lese einfach. Ich flüstere Jane zu, dass er sie nicht abstechen soll. Wäre ja nichts Neues. Weil das dritte Todesopfer in diesem Spiel. Nicht das dritte, das fünfte. Theoretisch ja. Wenn man davon ausgeht, dass die anderen beiden verblutet sind. Aber die Nazis sind nicht tot. Auf jeden Fall. Ihr habt nicht geguckt, ob die Nazis tot sind. Ja, ich glaube, der mit dem Stich in die Niere, ich glaube schon, dass der tot ist. Der eine ist relativ sicher tot, aber ja. Die anderen, ihr habt nicht nachgeguckt, ob die tot sind. Nicht. Das stimmt, aber der eine Typ, den ich in den Rücken gestochen habe in der Bar, der dürfte auch tot sein. Aber ich sag's mal so, die Dame sollte auch mittlerweile tot sein. Also ihr habt immer noch nicht den Krankenwagen gerufen. Ihr dürft auch mittlerweile. Doch, hatten wir. Macht ihr das? Hatten wir. Okay. Das hatten wir gemacht, glaube ich. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir das eigentlich gemacht haben. Ja, gut. Okay, ihr tut nichts weiter, ihr lasst die weiter diskutieren, oder? Ja, ich lese in aller Ruhe mein Buch. Okay, dann irgendwann kommt ihr bei einer Haltestelle an, da steigt die alte Dame aus, also die verabschiedet sich, die zieht, also mürrisch steht sie auf und schimpft und verlässt das Abteil, den Zug und haut ab. Ich grinse. So. Ja, wenn du dann nichts mehr machen wollt, die Zugfahrt dauert bis nach Berlin. Wie lange dauert es? Zwei Stunden von Dresden nach Berlin. Luxus! Wollt ihr noch irgendwas tun, oder? Nö. Okay, dann kommt sie irgendwann am Berliner Hauptbahnhof an. Ihr kommt am Hauptbahnhof an. Und ja, ihr steigt aus dem Zug. Als ihr aus dem Zug aussteigt, seht ihr tatsächlich. Sekunde. Wo bin ich denn hier? So, ihr seht tatsächlich zwei Damen, zwei Frauen am Gleis. Die blondhaarige davon. Kommt auf dich, ich habe die Namen auch noch nicht, Christine, kommt auf dich zu und flirtet dich an und sagt so ein bisschen, kommt auf dich zu, so nah, du, macht sich ein bisschen an dich ran. Ich schieb sie weg, also halt nett, so
und sag so, kein Interesse. Okay, sie nimmt ihre Freundin und geht, ja. Sie ist auch nicht mal, nachdem sie abgelehnt wurde von ihrer, geht sie leicht beleidigt, aber sie haut ab. Ich schaue ihr hinterher. Naja, einen hübschen Hintern hatte sie ja schon, ne? Aber... Okay, so, dann... Ich würde mal sagen, ihr begebt euch zur nächsten Rolltreppe, oder? Ja. Habt ihr noch... Wollt ihr noch irgendwas am Gleis tun? Aufs Gleis kotzen? Eine rauchen und die Kippe aufs Gleis schmeißen, dann Spaß. Hm. Das kannst du machen. Guck mal, ob irgendein Betrunkener gerade zufällig am Gleis rennt und vielleicht aus Versehen aufs Gleis stolpert. Was willst du dann machen? Zugucken. Zugucken und okay. Lachen, oder was? Sekunde, nee, damit. Sekunde, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. vor einer Minute. Ihr seht tatsächlich jemanden, diese Person seht ihr, sie will sich aber nicht aufs Gleis stürzen, also sie kommt auf euch zugelaufen und wirft Jane aufs Gleis. Die sieht schon ziemlich, also ihr seht sie ziemlich, es ist ziemlich besoffen, sieht ziemlich arm aus, sie sitzt ziemlich, ihr geht's ziemlich schlecht und sie rempelt einen von euch an. Und das muss ich mal kurz würfeln. Den Erich rempelt sie an. Den Abgeordneten, der sieht am reichesten aus, also der Politiker, bei ihm mitgekommen ist. Rempelt ihn an und geht weiter. Was tut ihr? Ich schaue zu Erich. Erich, fehlt dir was? Er untersucht. Okay, er guckt in seine Sachen und. Er bemerkt, dass ihm sein Portemonnaie fehlt. Ihm wurde das Portemonnaie geklaut. Mhm. Ich würde gerne hinter dem Typen herrennen und Nein, du stichst ihn nicht ab. Nein, ich würde ihn nur zu Boden schubsen. Abstechen kann ich später noch. Ich würde gern zu diesem Typen gehen und wirklich was Sinnvolles tun und ihm einfach 20 Euro zu geben. Er hat okay. gerade ein Portemonnaie geklaut. Ist mir scheißegal. Er nimmt deine 20 Euro dankend an und geht weiter. Ich hole ihn ein und ich stelle ihn zur Rede, dass er das Portemonnaie geklaut hat. Ja, er stottert sich nur an und sagt, ich habe 2 Kinder und eine Frau. Ich hab kein Geld. Ich bin seit Jahren arbeitslos und ich kann mir bald das Leben nicht mehr leisten. Ich muss hier täglich Flaschen sammeln am Hauptbahnhof und es ist mir geht's wirklich schlecht. Ich habe kaum das Geld zum Leben. Ich komme nicht über die Runden. Und dann auch noch diese Idioten. Dann wird er laut und dann schimpft er nur noch diese Idioten, diese Hochsässigen, diese reichen Drecksdeppen im Bundestag mit ihrem neuen Gesetz. Das ist die dann. Ich kann mir kaum das Leben. Das ist. Na gut, ins Ausland wollte ich noch nie, sondern ich kann ich mir auch nicht leisten, ins Ausland zu reisen. Aber was kommt als nächstes? Das ist dann von den Geldern, die mir der Staat gibt, kann ich nicht leben. Ich musste euch. Er gibt jetzt zitternd die Tasche zurück und also er ist ein ehrlicher Mann. Er sagt, ich wollte euch wirklich nicht wehtun. Ich habe es nur so nötig. Ich nehme das
Ich nehme das Geld aus der Brieftasche vom Politiker, werfe es ihm zu und gebe dem Politiker den Rest vom Portemonnaie zurück. Er nickt dir und sagt, das hätte ich gerade gemacht. Das ist. Er hatte übrigens, damit es mal wisst, die haben mich Geld gegeben. Er hatte 346 Euro im Portemonnaie. Karte, das ist was er verkraften kann. Das ist da. Er hebt sich das nächste Mal wieder ab. Er hat genug als Abgeordneter. Das schmerzt ihn nicht. Kriegt genug Gelder. Das ist zu hohes Regierungsfreiheit. Ihr meldet schon 300 Euro weniger, tut nicht weh. Das tut einem, ist wirklich for real, das tut einem Abgeordneten, einem Landtagsabgeordneten tut das wirklich nicht weh. Deswegen sage ich ja, Imagine, kannst du dir das so viel bezahlen? So traurige, okay. Traurige aber, Welt. Traurig. Aber er tut nichts dagegen, dass du das Geld so weggegeben hast. Das ist da. Da irgendwann ist er einverstanden und sagt dir, ich hätte es jetzt auch getan. jetzt. Ich ignoriere seine Aussage einfach. Ja, ihr seid im Berliner Hauptbahnhof. Wer schon mal da gewesen ist, weiß. Der Hauptbahnhof ist scheiße. Ja, gut, das ist Ansichtssache. Er ist riesengroß und es gibt alles. Falls du was einkaufen wollt, es gibt alles. Das ist jeder Bahnhof. Der Berliner Bahnhof hat aber Möglichkeiten, jetzt Einkaufssachen da. Wenn du irgendwas einkaufen wolltest, es gibt so ziemlich alles. Ja, aber wenn man dringend das ist die größte Scheiße. Also ich spreche aus Erfahrung. Wäre unser Nager hier, könnte er mir jetzt zustimmen, weil er kennt uns und unsere Verpeiltheit und wie dringend dann man zum Zug muss oder Mensch zum Zug muss. Ja, ich weiß. Ich war schon auch mehrfach in Berlin und im Berliner Bahnhof, also das ist echt. Ja. Ich habe schon schlimmere Bahnhöfe gesehen. Okay, ja. wollt ihr noch irgendwie was? Der Pforzheimer. Okay, der Pforzheimer Bahn. Vielleicht jetzt ist mal schon abgeranzt. Ja. Okay, ich merke gerade, ihr seid gerade am Real Talk machen. Dann würde ich gerade mal sagen, im Berliner Hauptbahnhof hier gerade machen wir kurz eine Pause. Habe ich auch mal wieder nötig. Eine kurze Viertelstunde Pause. Könnt ihr alle mal Pipi-Pause, Kaffee-Pause, würde ich was zu essen. Raucherpause. Entspannungspause, damit du uns nicht nochmal umkippst. Ne? Nicht das. Du läufst jetzt nicht mehr rum, wir brauchen dich jetzt hierbei weiter.